Die EcoPlus hat zu einer Veranstaltung mit dem Titel Reduce, Reuse, Recycle in der Konerei in St. Pölten geladen. Im Rahmen einer Erhebung wurden niederösterreichweit 705 Standorte mit 920 Hektar Fläche erfasst, die man gewerblich nutzen könnte. Wir haben in unseren Bestandsbetriebsgebieten auf der einen Seite Gebäude, die älter und leer werden. Die müssen wieder genutzt werden, können wieder genutzt werden, sollten aus ökologischer, ökonomischer Sicht wieder genutzt werden und wir haben ganz viel Widmungsreserven. Das auch die Umfrage bei den 573 Gemeinden widerspiegelt. 81% der gemeldeten Flächen sind als Industrie- und Betriebsgebiete gewidmet. Dadurch kann die steigende Flächenversiegelung reduziert werden. Prinzipiell aber, und das ist das Schöne, wird die Gruppe derer, die im Bestand versuchen, sich zu verwirklichen, eine größere und somit die auch ökologischer und ökonomisch sinnvoller, meiner Meinung nach, dort agieren. Wir gehen ja selbst mit gutem Beispiel voran. Wenn ich an den Donaugewerbepark in Krems denke, wo wir bereits altes, genutztes Industrieareal für die zukünftige Nutzung, für zukünftige Betriebssiedlungen zur Verfügung stellen. Die heute von Betrieben unterschiedlicher Größe genutzt werden. Das ehemalige Areal des Autozuliefers Aibling Krems wurde durch Wiederverwendung der Gebäudestruktur adaptiert. In einer Podiumsdiskussion hat man die Möglichkeit und Machbarkeit einer Ansiedelung von Firmen auf aufgelassenen Industriestandorten erörtert. Zuallererst ist es wichtig, dass man sich einmal fokussiert und schaut, wo diese Brachflächen in der Gemeinde überall auftreten und wem diese Brachflächen gehören und dann mit den Eigentümern in Kontakt zu treten. Das geht von ganz kleinen Geschäftslokalen, die leer stehen, bis hin zu großen brachliegenden Industrieanlagen. Es gibt ja schon Förderungen, wir fördern das selber, werden gerne angenommen. Also wir sind in einem guten Dialog mit den Gemeinden und mit den Grundeigentümern. Denn die Prozessbetreuung der EcoPlus spielt dabei auch eine Rolle. Mit diesem Schritt möchte die EcoPlus neben klimafitter Standortentwicklung auch Brachflächen nutzen. Der Bau auf der grünen Wiese ist... Es ist zu einem großen Teil vorbei, auch weil es die übergeordnete Raumordnung so gar nicht mehr zulassen würde, in dem Stil, wie man es bisher gemacht hat. Das heißt, also, da gibt es auch schon gesetzliche Einschränkungen in vielen Bereichen. Das ist gar nicht mehr möglich. Dennoch werden österreichweit noch immer 12 Hektar an Boden versiegelt. Leerstand sinnvoll nutzen ist daher angesagt.